2G, 3G, 3G Plus, schon schwierige Zeiten gerade. Man muss immer überlegen, habe ich den Nachweis dabei und komme ich überhaupt rein und so weiter und so fort. Und in diese Zeit der Unsicherheit hinein platzt die Jahreslosung 2022, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Als er das sagt, steht er nicht gerade als Kontrolleur beim Friseur, sondern predigt im Hafenstädtchen Kapernaum. Und trotzdem habe ich mir dann ganz schnell irgendwie überlegt, ja, wenn es denn so wäre, was könnten wir denn für einen Nachweis bringen? Gute Taten, Fehlerlosigkeit, nie irgendwas Doofes, Schlechtes, Böses gedacht oder gesagt. Wer das Johannes-Evangelium Kapitel 6 ganz liest, der wird feststellen, da gibt es nichts, was wir nachweisen könnten. Da gibt es nichts, wo Jesus sagen könnte, ei, jetzt passt's. Und das ist für mich der Punkt an dieser Jahreslosung, an diesem ganzen Kapitel. Es ist allein die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die es möglich macht, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Komm zu mir. Mit all deiner Schuld, deinem Versagen, deinen Ängsten, deinen Zweifeln, deinem Wissen, deinem Nichtwissen, komm zu mir. Du darfst bei mir lernen, du darfst bei mir Veränderung erfahren, wo es notwendig ist. Befreiung, wo du befreit werden musst. Komm zu mir. Ich finde das genial, dass das auch in dieser Zeit zu Beginn des neuen Jahres steht. Und ich möchte dir nicht nur ein gesegnetes neues Jahr wünschen, von ganzem Herzen tue ich das, sondern auch einfach fragen, wo ist es für dich dran? Ganz neu? Oder auch zum ersten Mal zu sagen, hey, neues Jahr, ich will mit dir, Jesus, gehen. Ich will mit dir in dieses neue Jahr gehen. Nimm mich an deiner Hand und geh mit mir. Danke, dass du mich nicht abweisen wirst. Von Herzen ein gesegnetes neues Jahr, natürlich auch viel Gesundheit und viel ermutigende Erlebnisse, aber vor allem dieses eine. Egal, was du irgendwie mitbringst, vielleicht auch aus dem alten Jahr. Nur Mut. Jesus wird dich nicht abweisen.